Hallo Fans und Freunde der Vienna und willkommen zum 100. Vlog auf Carmen Vienna. Die Idee zu Carmen Vienna ist mir schon 2015, 2016 gekommen. Damals habe ich ja die Fotos, diese Jubelfotos gemacht für den Verein. Und mir hat einfach PR-technisch, mir hat einfach marketingtechnisch noch etwas gefehlt. Vor allem hat mir gefehlt diese Brücke zwischen der Verein oder Vereinsführung und den Fans. Ja. Da gab es damals schon ein bisschen Spannungen, damals gab es aber auch viele Gräben und es gab vor allem kein Miteinander. Und das wollte ich einfach mit Carmen Vienna füllen. Das wollte ich einfach zeigen, wie toll es ist, ein Vienna-Fan zu sein, wie toll es ist, dieses Fanleben auch zu erleben, diese blau-gelbe Leidenschaft, nicht nur auf der hohen Warte, sondern bei vielen Matches, damals ja noch in der 5. Liga, so weit unten war ja die Vienna noch nie und trotzdem gibt es uns noch den ältesten Fußballverein Österreichs und das wollte ich einfach mit Carmen Vienna einfach noch mehr zeigen und präsentieren und mittlerweile ist das auch schon ein bisschen größer geworden, Gott sei Dank und ich würde mir auch noch wünschen, dass ein bisschen mehr die Fans kommen und mit Ideen und das findet jetzt in letzter Zeit öfters auch statt und das freut mich auch sehr, weil das bestätigt auch ein bisschen meine Arbeit, denn es ist relativ schwierig. Ich arbeite 7 Tage die Woche, mache das in meiner Freizeit, organisiere das Ganze, finanziere das vor allem und ja, was schon entstanden ist, gefällt mir schon sehr, sehr gut, aber es ist auch viel, viel Arbeit und Mühe drinnen und das ist natürlich schön, wenn man eine Bestätigung von den Fans bekommt, die das einfach gut finden und würde mich auch freuen, wenn ihr euch noch ein bisschen einbringt, um einfach auch euch noch ein bisschen mehr zu präsentieren, damit wir vielen Fußballfans zeigen, wie toll es ist, bei der Vienna zu sein, Fan bei der Vienna zu sein und das einfach zu leben und das auch schön zu präsentieren. Und das wäre mir eben sehr, sehr wichtig, dass wir das in der Zukunft noch viel, viel öfters machen und dann natürlich auch schön ausbauen. Irgendwann habe ich mich mal gefragt, was kann ich für den Verein tun? Was könnte ich einbringen? Ich bin Fotograf, ich kann Videos machen, ich kann ganz gute Texte schreiben. Dann war es irgendwie naheliegend, in der Richtung was zu tun, um auch, ja. Bei Carmen Vienna geht es darum, die Leute zu unterhalten, zu informieren, einfach eine gute Zeit zu haben und das auch zu dokumentieren und für später dann vielleicht einmal, wenn es jemanden interessiert, auch zum Anschauen, so wie es geht sich immer nicht aus. Es ist toll, das auch nach so vielen Jahren wieder mal anzuschauen und ich hoffe, das ist auch bei diesen Vlogs und Videos auch so der Fall. Und ich mache noch mehr, ich mache auch Bücher und Artworks etc. Also ja, Carmen Vienna ist eine gesamte Geschichte. Das ist nicht nur die Vlogs, die Videos, die ich auf YouTube mache und die Geschichten, die ich auf Facebook eben schreibe, sondern ja, Carmen Vienna, das soll für alle etwas sein, also nicht nur für die Vienna-Fans, sondern auch für viele andere etwas bringen, die sich einfach für Fußball interessieren und dann darüber hinaus auch ein bisschen, vielleicht früher oder später mal auch Vienna-Fans werden, sich werden denken, cooler Verein, ja, da möchte ich auch dabei sein und ich glaube, das war dann das schönste Kompliment, das ich bekommen kann. Was mir am meisten Spaß macht, ist, wenn eine Geschichte klappt, wenn es einfach eine schöne Geschichte wird, wenn es euch gefällt, wenn es interessant ist, wenn es einfach lauernd ist, dann ist es eine so schöne innere Befriedigung, wenn etwas einfach eine runde Geschichte wird. Ja? Ob Video oder das Buch oder das Liporello, diese Artwork, die ich mit Tom Koch gemeinsam gemacht habe. Schöne Fotos, schöne Geschichte, wenn ihr was einbringt und das funktioniert, wie zum Beispiel mit Stefan Krohn, die blau-gelbe Friedhofstour und ja, mir persönlich gefallen am besten die Fangespräche, weil es einfach eine schöne Geschichte ist und euch zu präsentieren, das macht mir auch am meisten Spaß, weil es soll ja auch für euch etwas sein, es soll euch etwas bringen und ihr sollt euch auch hier präsentieren. Es ist ja nicht nur so eine One-Man-Show, es soll ja nicht mein Ego im Vordergrund stehen, weil auch schon immer wieder die Kritik am Anfang war, ja, wir sich nur präsentieren und es soll einfach eine schöne Geschichte werden, es soll uns präsentieren und das macht mir am meisten Spaß.
Was ich mir für die Zukunft wünsche? Ja, ich glaube, das ist eh klar. Es geht einfach darum, größer zu werden. Ja? Wir kommen hoffentlich bald in die RLO, wir kommen vielleicht sogar bald mal in die Bundesliga und dann soll auch Kammern Vienna größer werden, mehr Leute ansprechen, mehr die Fans repräsentieren, mehr Fans natürlich auch anlocken, die den gleichen Spirit, die gleiche Idee, die gleiche Emotion zu unserem Lieblingsverein haben. Und ja, nächstes Jahr 100 Jahre Hohe Warte, auch das sollte natürlich zelebriert werden, nicht nur vom Verein, sondern der Verein sind auch wir, wir Fans. Wir leben diesen Verein, wir leben diesen Fußballsport und ja, das möchte ich einfach gerne mit Kammern Vienna noch mehr präsentieren und einfach auch noch mehr publizieren mit euch und mit eurer Unterstützung. Nächstes Jahr eine ganz große Geschichte geplant mit einem Vienna-Fan. Danke an den Albert, dass du dich da so toll einbringst. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Meine Lieben, ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich. Bleibt mir treu, like die Videos, schaut natürlich auch auf Facebook, Instagram und Twitter vorbei und ja, lasst mir ein Abo da, damit auch die Community mehr wird. Alles klar, meine Lieben, dann Kammern Vienna.